Ja, der Noggerschogger schreibt mich an. Und dann sagt der Alden, geh doch mal hier schön mit der Kartoffel an die alte Festung. Schön auf Amure und Co. Und das teste ich. Und das sieht echt gut aus. Alden, schön mit der Kartoffel. Im Retro-Style. Schön nostalgisch. Endlich mal wieder die Kartoffel rausschmeißen. Einer der besten Köder hat. Aber tatsächlich eine ganze Zeit lang gar nicht mehr so gut funktioniert. Und jetzt gerade wieder sehr, sehr, sehr schmackhaft gehen hier schön Amure rein. Einige Amure. Aber jetzt tatsächlich auch die ersten Schubbis. Komm ran hier, Alden. So, 15 Kilo Schubbi auf der Kartoffel. Das schmeckt aber doch. Das nehmen wir doch gerne mit. Tipptopp. Und auf den anderen ist auch schon wieder Action. Ja, guck. Also schnell wieder rauswerfen. Locker flockig da vorne hin. Ich habe gar keinen Clip jetzt gerade drin, weil ich auch noch gar keine Futtermische verwende. Ich schmeiß die Kartoffel einfach roh, wie sie ist, in den See. Und dann gucken wir einfach mal, was hier so reingeht. Wir gucken natürlich auch gleich nochmal in den Kescher. Aber wie gesagt, es läuft jetzt hier schon länger ganz okay. Also jetzt auch schon ein bisschen länger getestet, ob das nicht nur mal so eine Phase ist. Nö, nö. Geht auch schon ein bisschen länger. Okay, so einen Lütten, den braucht man natürlich nicht. Aber bisher ist es ganz gut. So, zack, wieder aus. Klassische Stelle hier natürlich an der alten Festung, sollte jeder kennen. 2167, Hotspot an der alten Festung. Absolut essentiell. Hier muss man hin, wenn man die dicken Fische fangen will. Ob das so gut ist im Low-Level? Ich würde hier hingehen ab dem ersten Karpfen-Setup, also mit einer HSV und der Fortuna Carp. Da macht das Sinn. Darunter macht man sich nur seinen Setup-Schrott. Also so richtig sinnvoll ist das da nicht. Aber was man eben machen kann, wenn man dieses Setup hat, dieses erste kleine Karpfen-Setup, dann eben hier richtig schön, ja, ganz entspannt rausziehen. Und ihr seht, komplett ohne Futtermische hier, einfach ein nach dem anderen. Locker rausgeworfen. Man kann einen Clip machen. Ich mache auch gleich mal einen Clip rein. So für den Seelenfrieden. Ich weiß, ihr wollt ja immer einen Schnurclip haben. Dann mache ich auch mal einen Schnurclip rein. Dann fühlt man sich wieder komplett. Dann ist alles wieder schön. Alden, ran mit dem Schnurclip. So, wir nehmen mal hier 17 Meter. So, 17 Meter Schnurclip, ne? So, und jetzt gucken wir, wohin fliegt der? Genau an die Kante, als ob ich da auch so einfach hingeworfen hätte. Hör mal, ey. Also, die Kante hier, die wollen wir haben. Also genau diese Kante bis da drüben rüber. Einmal hier rüber. Die Kante ist wichtig. Was heißt, ist wichtig? Aber da passt das immer wieder ganz gut. 17 Meter da vorne hinwerfen, fertig. Wenn da mal Flaute ist oder da mal nichts geht oder auch mal in der Nacht, auch mal da hinwerfen. Genau da. Also zwischen diesem Holz und diesem Grünzeug hier. Einfach hier in die Mitte rein vor den Stein. Geht auch immer wieder richtig gut. Das sind hier ungefähr 20, 21 Meter. Läuft. Also auch das gerne hier mitnehmen. Und jetzt gucken wir natürlich nochmal kurz in den Kescher rein. Hier unten die paar, die zählen nicht. Ab 18 Minuten, ab der Karausche ging es los. Also seit 18 Minuten hier und man sieht es auch von der Frequenz. Bam, 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 bam. Einer nach dem anderen geht hier rein. Schön die Amure. Zwischendurch ein paar Karauschen, Schuppenkarpfen auch mit dabei. Bisher leider noch kein schwarzer Amur. Das ist natürlich auch immer extrem wetterabhängig. Also gerne natürlich auch bei schlechtem Wetter oder bei Regenwetter testen. Schwarzer Amur ist da auch immer, ja, sehr aktiv bei Regenwetter. Und wenn es mal richtig, richtig warm ist, also richtig, richtig heiß, dann auch mal ruhig ein bisschen Ufer näher probieren. Da kann man es auch mal hier vorne probieren. So in dem Bereich, vielleicht um die 10 Meter herum oder dann, wie gesagt, da drüben vor diesem Stein, wenn es dann nochmal richtig warm ist. Wie gesagt, dann sind die Amure auch gerne mal relativ ufernah. Es gab vor Monaten auch mal eine Stelle, die war direkt hier. Direkt hier vorne vor den Seerosen sozusagen. Auch das ist halt sehr, sehr nah noch am Ufer. Und das Ganze ist ja hier eh relativ flach. Und anscheinend mögen die es auch ein bisschen wärmer hier, die Amure.
So, jetzt gucken wir mal. Zuppelt noch was? Nö, gerade nicht. Vom Setup her bin ich natürlich jetzt gerade mit einem total übertriebenen Setup. Ich hätte, glaube ich, genauso hier meine Feederrouten verwenden können. Aber, naja, im Moment habe ich halt nur diese Routen als Karpfenrouten. Deswegen sind die eben auch so übertrieben. So übertrieben muss man hier natürlich nicht reingehen. Deswegen einfach hier nur Schlaufenmontage. Ich habe noch nicht mal einen Vorfach dran auf allen drei Routen. Nicht mal den Vorfach. Monoschnur, 36 Kilo. Heißt also, wenn du jetzt unterwegs bist, zum Beispiel mit der Wenger und der Fortuna Carp, mit der Wenger sage ich, mit der HSV und der Fortuna Carp, dann suchst du dir eine Schnur aus, passend zur Fortuna Carp. Ich würde sagen, mit einer 19 Kilo Mono sollte man hier auch ganz gut klarkommen. Nehmen wir mal das Setup hier zum Beispiel. Und das runter und dann einfach das Setup so aufgebaut. Also hier jetzt denken, das wäre jetzt die Fortuna Carp. Bei mir ist es jetzt gerade hier die Feederroute. Monoschnur 19 Kilo, passt sehr gut zu der 15 Kilo HSV. Reicht komplett aus. Man hat fast 400 Meter Schnur dann drauf. Und damit kann man auch hier richtig schön auf die Karpfen und Amure gehen. Dann natürlich einen dicken, fetten Haken drauf machen. Gerne etwas, was ein bisschen größer ist. 3-0er oder 4-0er, komplett übertrieben. Oder auch mal nur mit einem 1er testen. Aber beim 1er wirst du wahrscheinlich mehr Karauschen und sowas dabei haben. Also jetzt ein bisschen übertrieben reingehen hier. Bin ich hier auch gerade komplett mit allen drei Routen. Komplett mit einem 4-0er Haken und Kartoffel. That's it. Ganz, ganz, ganz simpel. Und ich muss sagen, ja, für so einen Spot oder für diese Einfachheit, also einfach nur Kartoffel, ohne eine Futtermische, ohne alles, ist das wirklich gut. Wenn man das jetzt natürlich nochmal verbessern will, dann, na klar, gehen wir in die Futtermischung rein. So, runter. Ab der alten Festung, wie in den Tutorials beschrieben, ab der alten Festung fängt es an, dass man Futtermische verwendet. Wenn man das nicht kann, zurück zum Windenbach und zum Moskito. Schön mit dem Mistwurm und mit dem Regenwurm auf die kleinen Fische angeln, da richtig gut Silber machen und das Silber investieren in Futtermische. Zumindest mal so bis ungefähr 60%. Wird auch in den Tutorials erklärt. Ich verlinke nochmal die Tutorial-Serie, wenn du das noch nicht gesehen hast. Durchgucken. 500 Fragen, die du hast, werden alle beantwortet. Zu der Futtermische. Graskarpfen-Futtermische. Wenn wir natürlich hier mehr auf die Amure gehen wollen, also auf den schwarzen Amur und auf den weißen Amur. Oder natürlich dann Karpfenmische einfach rausballern. Fertig. Also dementsprechend lenkt man so ein bisschen die Populationen hier an dem Spot. Wie gesagt, auch hier auswerfen, 17 Meter, dass man da vorne an der Kante landet und dann lüppt das Ganze. So, jetzt ziehe ich hier nochmal eben die beiden raus und den auch noch. Und dann gucken wir gerade nochmal kurz in den Kescher rein, ob sich das hier denn so einigermaßen gelohnt hat. Och, da wollte gerade einer beißen. Den habe ich rausgerissen. So, abgestellt und jetzt ab zum Shop und wir gucken mal eben kurz rein zum Fischmarkt, was das denn so bringt. So, und bevor wir zum Fischmarkt gehen, gehen wir natürlich noch als erstes zum Café. Na guck, die habe ich schon erledigt und den nehme ich doch auch gerne noch schnell mit. Also auf, nach Gewicht sortieren, hier ist der kleinste. Ab 4 Kilo, perfekt. Die 30 Silber nehmen wir schnell mit. 5 Karauschen. Da fange ich doch bestimmt auch noch gleich eine oder ein paar unmaßige. Vielleicht geht das auch noch mit rein. Die hatten wir gerade schon. Die habe ich gerade schon abgegeben. Jetzt mache ich gleich noch Hecht fertig. Hecht ist ja auch sensationell. 120 Silber. Das sind diese neuen Hechtpreise. Also auch richtig top. 2x2 Kilo schnell verdientes Geld. Und hier gucken wir jetzt mal eben rein in den Rest. Und zwar ab diesem Fisch. Na guck, 24 Minuten. 100, also über 130 Silber mit Kaffeeauftrag. 126 jetzt einfach so easy rausgezogen. Ich sortiere jetzt gerade nochmal eben nach Gewicht. Beziehungsweise ich verkaufe mal eben die von vorhin. Nein, den nicht. Den brauche ich gleich noch. So. Und jetzt sortieren wir mal eben kurz nach Preis.
So, den nehmen wir, wie gesagt, raus. Aber dann sehen wir hier Amur, gut, mit 22 Kilo. Bringt natürlich nochmal richtig was rein. Aber auch die hier, hier rum geht's um die 5 bis, sagen wir mal, 10 Kilo. Das sind so die spannenden, denn die bringen eben auch schon richtig gut Cash. Und wenn man das halt so in Masse macht, dann läuft das eben. Ne? Richtig schön auf Frequenz, einen nach dem anderen rausziehen, bisschen übertriebener Haken und dann gib ihm. So, so viel dazu. Zack, verkaufen. Ich gehe jetzt noch schnell Hechte angeln und hole mir da nochmal schnell die 120 Silber. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri. We'll be right back.